Ich habe da den Flug gemacht. Ich habe das genau, deswegen war ich jetzt gerade ja ruhig, weil genau in dem Augenblick habe ich das nämlich gemacht, wo alles ruhig war. Ich habe gewartet, bis du fertig geredet hast mit dem Hartz-IV-Pionier oder das da gesagt hast, und dann habe ich ihn in die Neuaufnahme geschaltet und dann habe ich ja weiter erzählt. Okay, du bist ein richtiger. So eine richtige Maschine mit Sat 1 und so. Ja, die fangen auch wieder. Oh yeah! Enya, das, Enya vor allem. Enya. Anja, das Ass, das S. Scheiße, da geht die Hülle. So wird es gemacht. Oh, du rennst hier rum, ne, mit der Pumpe. Schön die Pumpe am Start, du. Ich muss jetzt erstmal die Vollstrecker-Muni hier sammeln. Ich brauche unbedingt die Karte, dass mein Magazin größer ist. Weil ich möchte nicht wissen, wie das abgeht, wenn du die auf 5 hast. Hast du bestimmt so ein mega langes Magazin, so MG-Magazin. Ich hab die. Ich meine, du hast 50% mehr Munition im Magazin. Und wenn du dann noch die Karte drin hast, mit, dass du noch mehr Munition allgemein dran kannst, dann bist du bei 1-1, wenn du beides komplett voll hast. Das ist heftig. Ja, weil die eine Karte habe ich ja, dass du mehr Munition tragen kannst. Da habe ich ja beim Netzer. Hast du die voll? Das ist 1-1. Okay. Ja, die habe ich auf 5. Beim Vollstrecker sind nur 880 halt. Aber ist halt auch so, weil er mehr Kugeln im Magazin hat. Ja, aber spiel mal mit dem Vollstrecker und hab da mal diese Magazinskarte drinne. Der ohne Scherz, du plättest damit, wenn du ein Active reinhaust, du kannst damit einen Hasher plätten. Mit dem Vollstrecker-Magazin, wenn wirklich jede Kugel trifft. Ja, das ist schon heftig. So auf Entfernung kann ich mit der auch gehen, aber da darfst du halt nicht ganz durchziehen mit dem Ding, ne? Das ist halt klar, weil das ist ja eine MP eigentlich, so gesehen. Ja, das ist ja besser. Nein, das ist eine FMG 9er Kimbo. Ja, stimmt. Die scheiße heutige Dinge. Was ist das Ding? Verfolger erledigt! Das hast du verdient! Jo, Sat 1 da. Ich mach dich fertig! Ach, scheiße! Verfolger zerstört! Hör klar! Ich bin mal gespannt, wie lange die Maschine jetzt hier drin bleibt, bis der verlässt. Ich denke mal, bis der das erste Mal down geht. Der wird bis 20 machen, wenn er die voll hat, dann verpisst er sich. Der wird auch eine 20er Karte drin haben. So wie ich. Aber ich werde deswegen nicht verlassen sofort. Ich werd, wenn das klappt mit dem, würde ich weiter durchziehen. Wenn das nicht klappt, ist er ein Reude. Wenn das nicht klappt, dann halt verlassen. Dann ist er ein Reude. Da kenne ich nichts. Dann muss er halt Dead Rising spielen. Weil da kann er, braucht er wenigstens nicht joinen. Oh, die Container hört schon wieder zu. Ich krieg zu viel. Genau, was ich brauchte. Das ist ein richtiger, räudiger Bug. Ja, Cortana hat die Schnauze. Wir wissen, dass bei dir alles gut ist und dass die Verbindung bei dir komisch ist. Ich merke das schon die ganze Zeit. Die Zeit ist um. Oh. Kriegen Ü-Eier. Schön hat Überraschungsei raus. Da ist ein Beschützer. Ach, der mit seinem M-Bar, der hält sich auch für ganz schlau. Der meint so, da kommen Ü-Eier, ich versteck mich mal da hinten in der Ecke. Wird schon keiner merken, dass ich da bin. Du kannst die Morgenröte einmal benutzen, wenn du willst. Ist sowieso eine Zeitwelle. Ja, ich geh da jetzt hin. Aber guck mal, der hat gemerkt, guck mal, der benutzt die Morgenröte. So, und jetzt brauchst du auch nicht mehr benutzen, die Morgenröte. Gebe ich jetzt kein Geld mehr aus. Für 5 Gegner nicht. Und sehen. Das wäre zu schade, aber da. Ich bin ein Sentinel. Da, das wird ein Ziel gefallen.
Ich weiß, was ich gerade gesehen habe. Ich habe das erste Mal gesehen, wenn die Vorratslieferungen kommen, ne? Die fliegen einfach von oben runter von der Mypsa. Ein Geschenk von Gott. Und ich weiß, was ich mal gedacht habe, das spawnt dann einfach so auf dem Boden. Hab ich aber auch gedacht. Was ich mich frage, wenn du da drunter stehst, das muss schon echt lucky sein, dann gehst du 100 pro down. Nee, glaube ich nicht. Ist ja so wie bei COD, wenn ich da so ganz mies bei Modern Warfare 2 die Dings getroffen hat, die Vorräte, so richtig mies abgeprallt von irgendwo, dann zu dir gerollt, du wolltest die schon in der Zeit aufheben, dann dreht die sich weiter, berührt dich so ganz leicht und dann ist das so wie, als wenn die weiß mit 10 Stock auf dich fallen würde. So. Das hattest du aber immer. Am besten war sowieso immer, wenn du Hardcore bei Black Ops 2 gespielt hast, da Dingen rausgehauen hast und dann kam so ein Gauner, der dir abziehen wollte und dann direkt einmal boah, auf ihn drauf und dann da, da, da. Und dann hat er dich nur umgebracht, weil er so gierig war. Hey, ich versuche hier zu schießen! Ja, das ist das Geilste, ne? Die machen Fehler und du musst daran glauben. Oh ja! Das weiß ich nicht, so ein Spieler so geil finde, dass der so unnormal viel aushält. Wer? Meinst du den Charakter, oder? Der Speer. Ach so. Ja, wegen den Karten halt, ne? Dass der halt mehr Schaden hat. Gott ist der jetzt auch nicht direkt, ne? Ich hätte keinen Bock, da immer mit der Pampe rumzurennen, oder was? Ja, das ist ja wirklich mehr ein Monster. Ich wollte eigentlich nicht so irgendwo eine Larve da hin. Ein paar EP verdienen. Aber das ist ja, glaube ich, sowieso. Du hast sowieso, glaube ich, nur Pumpenschaden, ne? Ja, der hat nur Schrotflintenschaden. Aber war da nicht bei irgendeinem Bug, hast du erzählt? Wenn du da eine andere Waffe nimmst, dann hat die auch die gleichen Schaden von der Schadenskarte? War das beim Sprengstoffexperten oder so? Oder ne, Waffenmeister? Nein, das ist kein Bug. Das ist bei dem Sniper, wenn du die Kopfschusskarte drin hast, dass du 100% mehr Kopfschussschaden gibst. Hau da mal mit einem Lancer da rein. Denn wirst du sehen, wie schnell ein Boomer liegen kann. Das ist krass. Du erkennst ja, wenn einer mit dem Sniper spielt, ob der einer ist, der gerne mithilft im Team, oder ob das so ein Roll ist, der sich am besten in die letzten Ecke verkriecht und nichts macht. Da merkst du nämlich aber, wenn die eins der Sniper ablegen und die das Longshot behalten würden, dann siehst du sofort, der verpisst sich ins letzte Loch rein und macht nichts. Wenn die Makasa behalten, dann helfen die immer mit. Ja, Makasa war schon Porno, ich weiß noch, wo du das da immer genommen hast, auf Damm. Und dann habe ich nur mal die Headshots gehört, wie den Körper da immer noch geknackt hat. Aber das Makasa ist ja eigentlich das aus Judgment, aber das ist, glaube ich, das MK2, ne? Ja. Weil Judgment war, glaube ich, die erste Variante. Feuert auf den Schild! Bei dem Joghurtment. Ja, was macht der denn da? Richtiger Reude. Wie nah der da am Boden fliegt, ey. Da ist einer mit Lancer oben. Hat eins. Wo? Hier links um die Ecke. Hier oben? Jo, ich seh den. Ich mach's klar. Siehst du, die Anja macht jetzt da. Ist schon wieder. Da ist schon wieder so eine Maschine. Das Geile finde ich halt näher an dem Verstrecker, wie schnell die Dinger damit liegen, wenn er Active reinhaust. Noch einer! Na dann los! Warte ich mal, langgezogenen. Langgezogenen für die Medien. Genau so, so für die Medienhuren so. Aber kommt das BKA, die BPJM, alle kommen direkt nach mir so. Klar, weil du wieder was verbrochen hast. Du Schuft. Direkt wieder. Vollstrecker wäre jetzt mal nicht schlecht. Gibt's nicht mehr in der Welle. Weiß, das ist halt ein Problem, aber ich habe eh noch genug. Wenn nicht, geier ich wieder die Editionskiste. Hier hinten liegt eine. Ich weiß mal auf den anderen.
Der sollte genug Muni haben, weil er spielt ja, glaube ich, auch mit den Waffen, die eh rumliegen. Nee, Lancer ja, aber der hat sonst Boomshot. Ja, der könnte einen Dings machen. Hier die Kettensägen beenden. Ja, in der Aufnahme wäre das, glaube ich, also zumindest ist für da unsere Verhältnisse jetzt nicht so prickeln. Der wird jetzt. Ich wurde gesägt. Ha, richtig räudig. Das ist so schlimm, wenn die um die Ecke kommen, ne? Wenn die sich irgendwo. Die verstecken sich. Und das Krasse ist, du selber kannst das gar nicht so schnell aus der Deckung raus und die Säge anmachen, wie die das machen. Du brauchst die Säge auch nicht anmachen. Du musst den Lancer nur draußen haben und in deren Richtung gucken. Oder vielmehr, du musst mit denen in einem Battle sein, dann machst du automatisch Kettensägen-Duell. Ja, okay, dann ja. Weil der dich dann herausfordert. Aber ich meine so, wie die das gemacht haben. Ja, die kommen ja meistens schon mit dem Lancer an um die Ecke, die Bots. Ja, lustiger war, der war irgendwo angelehnt. Ich hab ja gar nicht Gesicht. Gesehen. Der wird jetzt auch Gesicht, ne? Ah, richtiger Roll. Aber, da kommt einer mit dem Lancer, pass auf. Ich hatte den Lancer schon raus. Das Problem ist, du wirst mal so paranoid, Handy, wenn die mit dem Lancer kommen. Da ist auf alle Fälle einer. Den habe ich halt abgesehen, da ist ein Sign. Umschutz, ne? Aber der ist jetzt tot. Der mit seinem M-Bar dahin. Was soll ich von dem halten? Also auf Lancer kommt hoch. Jo, merkt hat. Aber eigentlich will ich da hinten den Beschützer holen. Beschützer markiert! Ich würde mal gerne wissen, wer der letzte Gegner ist. Weil ich. Achso, das wird auch so ein Flieger sein. So ein Sentinel oder sowas. Ja. Meinst du? Ja. Wo ist der? Unten, wo die Dinge meistens sind, die Kämpfe. Wow, der hat ich seh den. So eine heftige Kopfschussladung passiert. Der bleibt einfach stehen. Der Reude. Da nenne ich mal Maschine. Ich glaube, das Emblem, was der da unten hat, ne, mit dem Herzen, ich glaube, das ist bestimmt von gestern, ne? Mhm. 30 Sekunden, bis die Verstärkung eintrifft. Der hätten sie doch mal wieder neue Packs raushauen können, so für 5,99 € extra. Die Liebespacks. Weil an dem Tag sind ja auch immer die Dings so teuer. Die Blumen, weißt du, finde ich voll schwachsinnig. Mhm. Ja, das heißt schwachsinnig. Also von unserer Seite, oder was heißt von unserer? Ich kaufe keine Blumen zu Valentinstag. Aber von geschäftlicher Seite aus ist das clever. Halt von unserer Seite aus ist das, sind das Freuden, ne? So ich persönlich, ne, wenn ich sowas machen würde, würde ich heute Blumen schenken, weißt du? Weil, warum muss ich das unbedingt an dem Tag machen, wenn dann eine Rose 5,99 € kostet, so, weißt du, mit so einem Schleifchen, wo dann steht da vielleicht irgendwie alles Gute zum Valentinstag oder so. Dienstag, ich sag mal Dienstag. Scheiß drauf. Wow, ich hab ne Larve geplättet mit der Granate. Komm, wieder deine. Oh, dein ist so Springer. Hier ist kein Problem. Ey, ich hab da den letzten angehabt. Na, ich würde den nie rausfordern, das ist. Nee, weil wahrscheinlich wieder krasse Leitung und so. Guck mal, ob die von hier hinten kommen, weil bis jetzt sieht das sehr gut aus. Ich hab dir geholfen. Weil da ist ja, glaube ich, wenn du angeschossen bist, verlierst du da, glaube ich, automatisch. Nee. Nur dann kommt der Gegner näher an dich ran. Ich hab den letzten schon 8 Mal angehabt. Aus dem Weg. Ja, der ist down, der ist nicht von mir. Der Frisbee-Spieler da hinten, der ist der geilste. Ah, hole den, ich hab den nur down gemacht. Ich hab da gerade auf den Frisbee-Spieler abgesehen. Pass auf, der kommt zu dir hoch. Jo, der wollte den anmachen. Aber ich hab dem erstmal schön gegeben. Meiner.
Dings, die war richtig gut aufgedreht. Würde ich sagen. Fast wie die Gans. Runter da vorne. Das fiese ist, ich habe immer Angst, dass die sich von hinten anschleichen, weißt du? Ja, ja. Da musst du auch aufpassen. Richtige Maschine, der mit der Boomschotte. Bist du down? Nein. Da war ja klar. Da war ja wieder die andere Maschine, die down ist. Was macht der denn da? Oh, du kannst jetzt hier unten richtig geile Dings sammeln, ne? Siehst du das? Wie geil das hier schön liegt. Deswegen, das ist schön, wenn die immer in der Mitte den Gang da runterkommen. Dann geht's dir da nämlich auch immer besser. Naja, ob es mir besser geht, das kann man so nicht sagen. Ja, sag mal, so viel Punkte gibt das halt am Ende wieder das Geld. Ja, ja, das ist. Denn Geld regiert die Welt. Ja, das stimmt. Hab Money gefunden! Denn wir haben Zeit und Geld. Naja, Zeit haben wir eher weniger. Der war das Geilste. Der Bulle, der braucht Druck. Aber so richtig. Und wer down ist, bleibt liegen. Jetzt kann ich ja wieder hier unten randalieren gehen. Das wird sogar meine ersten Gears of War Videos werden von Gears of War 4. Im Kanal. Nee. Da hat er mir einen Kill geklaut. Der hat eine Granate, die ist gefährlich. Für die Gears of War Kampagne würde ich nicht let's playen wollen, weil die ist so langweilig. Ja, ja, lecker. Da würde ich eher nochmal die Gears of War 2 Kampagne let's playen. Auch wahnsinnig. Da hast du mehr Freude von. Als die hier von Gears of War 4. Ja. Firing. Zurück in dein Loch! Die nehme ich! Der ist direkt wieder auf dich drauf gesprungen. Ja, aber interessant ist immer, dass du den Schaden schon machst, ne? Aber der überlebt das irgendwie immer. Also vielmehr der. Normalerweise, wenn der Schaden nimmt und mittendrin schwimmen will, dann zuckt der zurück. Ja. Das ist natürlich jetzt wieder. Da irgendwie nicht. Da kann der voll durchziehen. Gleich regnet. Ich dachte, ich drehe mich schon gerade um, wollte aus dem Fenster gucken, wie ist das schon wieder dunkel? Regnet es gleich? Nee, soll er glaube ich am Wochenende soll er glaube ich wieder los. Ja, jetzt musst du in dem Videotitel irgendwann mit geprankt oder so schreiben. Ja, eigentlich direkt so, direkt Clickbait genau, natürlich so machen, weil ist ja, das kommt ja gerade richtig gut an. Hab gerade einen Kollegen geprankt. Hab ihm gesagt, er regnet gleich und er dachte natürlich, das ist Wasser. Dabei meinte ich eigentlich nur, rechne gleich die Morgenröte. Und dann fragen erstmal von viele, was ist eine Morgenröte? Mann, das ist so, wenn morgens die Sonne aufgeht, dann hast du halt eine Morgenröte. Dropshot? Die jämmerlichen Räuden mit ihrer Dropshot. Um die müsst ihr euch dringendst kümmern. Das Problem ist, ich würde mal da weggehen an deiner Stelle, weil der fährt mit dem Ding da hinten richtig Fahrrad so. Bin das ein Fahrradwehr? Aber die gehen richtig steil mit den Dingern. Der wollte mich auch auseinandernehmen, weil das Geile ist ja, der kann ja die Mauer mit dem Ding gucken. Ne? Ja, ja. Ich dem ja mal lassen. Dass er damit durch Mauer gucken kann, wer der genau weiß, dass ich da bin. Aber einen Dropshot kannst du eigentlich auch wegficken, weil im Nahkampf. Ah doch, das ist scheiße, wenn du am Nahkampf rangehst, ne? Ja. Weil die machen ja so, die ballern direkt und direkt fliegt das Ding bei dem runter, ne? Ja, also.
Ich bin down. Der hat mir eine Granate getaggt, der Bastard. Okay, von deiner Seite aus links. Scheiße. Warte, das Problem ist, ich werde selber hier angefickt. Jetzt gehe ich auch down. Der Ding ist bei mir. Ja, Glück gehabt. Weißt du? Aber ich habe auch Glück gehabt, dass der mit seiner Mulcher irgendwie nochmal auf den, ins zurück ins Bootcamp muss. So wie der geschossen hat mit dem Ding. Will ich sagen, dass ich mit der Mulcher auch einen übelst geilen Aim habe, weil das Ding verzieht halt nun mal einfach. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Aber die geilste war sowieso bei Gears of War 2, da war die richtig geil, hat die schon Bock gemacht. Wohin ziehst du denn? Der dreifache Kopfschuss. Jetzt kommt wieder Bosswelle. Mhm. Wieder für die ganzen Freaks da draußen. Hier rennt der. Wir haben 30 Sekunden zum Sammeln. Hab sie! Genau für die Isat nämlich. Genau mein Ding! Die muss ja irgendwo eine Gnascher sein. Scheiß drauf. Was ich geil finden würde, ne, wäre, wenn du hier halt mal den Frisbee-Spieler da aufhebst, ne? Und dann liegt da noch einer auf dem Boden, läufst drüber und dann gehen direkt die Kreissägenblätter in dem rein. Meine Munition! Das wäre richtig geil. Kommst du zum Dingens? Ich finde die. Bosswelle? Ah jo, ich muss. Ja, ich muss zum Fabrikator. Also warum nehme ich das Ding eigentlich mit? Das ist total wachsinnig und wow, da kommt direkt eine Wolfsträger. Ihr könnt das eigentlich direkt sein lassen, da der stellt sich wieder an der MG, als wenn er da so der wirkliche Killer Pro ist. Ich glaube, die nächste Ladung killt den Träger. Aber ich glaube, ne? Die ist schon lange meine Morgenröte. Ja, aber die kannst du ja immer noch länger machen. Weg. Ja, jetzt mache ich die nicht mehr an, das lohnt sich jetzt nicht. Ja, vor allem muss ich noch das Geld sammeln, ja, und so kriege ich dann noch mehr Geld, als wenn wir das verfliegen lassen. Das stimmt. Deswegen, ich renne einfach weg vor denen. Lass dich nur nicht sägen. Ich glaube, hier ist eh bestimmt kein Säger. Nee, komm nicht. Die sind nur von Welle, der ist bei mir, der Reude. Die kommen nur von Welle 5 bis 7. Ab 8 hast du die wieder nicht mehr. Hier oben ist auch noch ein bisschen Geld, ne? Was macht der Typ da hinten? Der ballert ja wie so ein Reuter. Der wollte mir zeigen, dass da Geld ist. Ich muss schon sagen, die regulieren schon ein bisschen die Szene. Geladen und entsichert! Zurück in dein Loch! Ich wollte ihn eigentlich da machen. Ich wollte ihn hinrichten. Hätte EP gegeben. Haben sie mir wieder nicht gegönnt.